Nach mehr als 10 Jahren ist es dem Usedomer Musikfestival gelungen, das Orchester auf die Insel zu holen. Hier in Peenemünde stehen jetzt also absolute Weltstars auf der Bühne. Anne-Sophie Mutter und das New York Philharmonic Orchestra. 3 hochkarätige Konzerte gibt es bis zum Wochenende. Musik jüdischer Komponisten, aber auch Werke auf dem Klavier. Das Usedomer Musikfestival feiert mit den Peenemünder Konzerten sein 20-jähriges Bestehen. Ja, und in Peenemünde, in dem Konzertsaal, erreichen wir jetzt Robert Schubert. Gleich beginnt ja das Eröffnungskonzert. Was ist da für eine Atmosphäre? Und vor allen Dingen ist die Freude, die Anspannung schon zu spüren? Auf jeden Fall, Birgit. Du siehst es hinter mir, der Saal, dass die Konzerthalle füllt sich langsam. Die Stimmung ist spürbar positiv und ich glaube, das ist auch kein Wunder. Nach 2 Jahren Corona-Pandemie sind die Leute einfach wieder heiß auf Kultur. Sie wollen wieder Musik hören, sie wollen wieder Konzerte erleben, vor allem in so einer Halle wie dieser hier. Und dann noch mit so einem Hintergrund, mit den New Yorkern Philharmonikern im Hintergrund. Also ich glaube, wir werden heute Abend sehr viele glückliche Menschen erleben. Ja, und du hast ja auch mit den Musikern vorher sprechen können. Wie nehmen sie eigentlich diesen Konzertsaal wahr? Genau, ich habe sie gestern bei der Probe schon hier erlebt und sie waren hellauf begeistert. Also zum einen, weil sie natürlich auch nach fast 3 Jahren Pandemie wieder raus können und spielen können. Und zum anderen haben sie gesagt, was hier aus diesem Ort geworden ist. Du hast es selber gerade gesagt, Kriegswaffen wurden entwickelt und nun ist es ein Ort von Kultur, Frieden und Zusammenhalt. Das hat sie tief begeistert. Und jemand, der noch sehr begeistert ist, das ist der Intendant des Usedomer Musikfestivals, Thomas Hummel. Guten Abend. Ja, guten Abend. Sie haben, muss man sagen, 10 Jahre lang gebaggert, dieses Orchester hierher auf die Insel zu holen. Wie ist Ihnen das letztlich gelungen? Genau, es war eine Kraftanstrengung natürlich von sehr vielen und ich bin sehr dankbar, dass die Landesregierung, der Landtag uns dann dementsprechende Mittel zur Verfügung gestellt hat, um diese Residenz zu ermöglichen. Darüber wäre sehr, sehr dankbar und Sie können sich vorstellen, wie glücklich ich heute sein kann. Wir werden heute ein tolles Konzert erleben. Morgen auch mit Anne-Sophie Mutter einen wahnsinns großen Klassikstar hier zu haben. Dann am Sonntag Thomas Hampson, da gibt es sogar auch noch ein paar Restkarten. Und dann am Montag und Dienstag noch wunderbare Kammerkonzerte in Heringsdorf und Wolgast. Also es ist eine unglaubliche Residenz, wo wir, glaube ich, sehr, sehr froh sein können, dass wir das hinbekommen haben. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Wenn wir eine Etage tiefer gucken, eine Ausstellung symbolisiert quasi, was hier vor vielen Jahren passiert ist. Die Kriegsstätte sozusagen, heute ein Ort des Friedens. Inwiefern kann aus Ihrer Sicht von so einem Konzert ja auch eine Strahlkraft ausgehen, ein Symbol des Friedens, des Zusammenhalts? Ja, ich glaube, gerade wichtig, gerade in dieser Zeit, dass wir auch ein Licht setzen in dieser Finsternis auch mit dem Krieg und diese schrecklichen Ereignisse in der Ukraine. Denn wir müssen einfach auch Sprachrohr sein für die Freiheit und für den Frieden in der Welt. Und deswegen wollen wir alle zusammenstehen und das gemeinsam hier zelebrieren. Also es ist eine symbolische Bedeutung auch für die Solisten und den Dirigenten und das Orchester. Und darüber, das müssen wir einfach weiter intensivieren. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Genießen Sie es, Ihren Erfolg, Ihre Früchte. Und ich sage mal, mit diesen Eindrücken hier vom Konzert in Peenemünde zurück zu dir, Birgit, ins Studio.